Ja, hallo Geist, also so sieht das Ganze dann aus. Also das ist jetzt endlich die Udemy-Plattform und sehr sauber, alles strukturiert, ja. Das ist jetzt hier so irgendwie so ein Einführungskurs von so einer Dame aus Österreich. Also es gibt auf Deutsch extremst wenig zum Thema Active Campaign. Das ist halt extrem sehr bekannte Newsletter-Tool jetzt zum Beispiel in dem Fall. Aber es ist manchmal auf Udemy leider ein bisschen dünn, was dann deutschsprachige Kurse betrifft, die auch sehr gut sind gleichzeitig. Ja. Auf der anderen Seite, so die Nachteile noch auf Udemy ist, es gibt halt auch, wenn es um Software oder so Erklärungen geht und alles Mögliche, sehr viele, komischerweise mit sehr vielen guten Bewertungen, ja, sehr viele Dinger, wie heißt es jetzt? Kurse, die quasi auch von indischen, also Indern gemacht wurden und so weiter, die halt dann in Englisch halt sprechen, das kein Mensch versteht. Aber das Gute daran ist, man hat immer eine 30-tägige Rückgabegarantie. Und ich habe die bis jetzt noch nicht beansprucht, weil ich immer sehr gut selektiere in den Kursen, die ich auswähle. Aber also, ja, ich bin trotzdem irgendwie gerade am Abkotzen, muss ich ehrlich sagen, weil da geht wirklich eins ins andere hinein. Ja, also dann gibt es noch irgendwie Sequenzen, also quasi mit BCC und wie synchronisiere ich das wieder zurück? Also in eine Richtung synchronisieren, es geht. Ja, über zum Beispiel eine Zwischensoftware wiederum, die Outfunnel heißt oder was anderes. Dann aber wieder dann das Ganze zurück, weil dann wieder irgendwelche Regeln und irgendwelche Security-Geschichten. Also das ist wirklich ein absolutes Monster. Und wer da draußen sagt, das Ganze ist einfach oder so zu lernen, da ist sowieso keine Ahnung. Ja, und gestern war mein Hard Drive, meine Partition einfach komplett zu. Und da ging erstmal gar nichts mehr mit meinem PC und das an einem Feiertag. Dann habe ich quasi bis fast Mitternacht gebraucht, bis ich dann wieder 15 Gigabyte irgendwie an Temp-Files in irgendeinem so Folder ja, gefunden habe. Und boah, ich sag's euch, Leute, ja, also es gibt wirklich nichts Schöneres zu tun, als wie am ersten Weihnachtsfeiertag 4 Stunden lang seinen PC zu säubern, weil man ja sonst keine Zeit für sowas hat. Also wirklich lustig. Aber jetzt funktioniert wieder einigermaßen. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr jemals daran denkt, einen neuen PC zu kaufen und ein bisschen was damit zu machen, kauft euch nie einen PC mit weniger als wie ein halbes Terabyte. Also ein Viertel des Terabyte ist zu wenig. Ja? Also 250 Gigabyte ist zu wenig, weil das braucht schon allein fast Windows fast, ja. Ich habe da kaum was drauf. Also am besten Terabyte, ja. Also die paar hundert Euro sind gut investiert und immer SSD. Also ich bin echt. Also ich habe mir auch umgeschaut nach neuen PCs. Ich habe nämlich auch meinen Eltern zum Beispiel einen neuen PC gekauft zu Weihnachten unter den Weihnachtsbaum gelegt. Also, was es da noch an PCs gibt, die quasi verkauft werden mit noch den alten Drives, ja, also quasi von der Steinzeit, die quasi die ganze neue Software, die du jetzt bekommst, Windows 11, also Windows 11, Windows 11 und alles, was da so kommt, die ganze Cloud-Software, die ist alles darauf ausgelegt, dass du SSD-Drives halt auf deinem PC hast, ja, und das ist echt eine Katastrophe, was da passiert, teilweise was da verkauft wird. An halt den ganzen, den normalen Bürger, der keine Ahnung hat, der kauft sich halt dann den PC, weil er 100 Euro billiger ist oder aus dem Aldi oder was weiß ich. Ist echt eine Frechheit. Na gut. Also, ich wollte nur kurz ein Update euch mal hier geben und mal zeigen, wie das hier ganz ausschaut. Du kannst dann hier auf Udemy gehen und zum Beispiel hier dann hast du hier den ganzen Lerncontent, ja. Hier sind dann alle meine Kurse. Da habe ich mittlerweile einige schon dort. 81 Kurse allein in dem Account. Ich habe zwei Accounts wegen diesen Rabatten und so. Wenn du öfter mal einen Rabatt möchtest, als die den anbieten, musst du mehrere Accounts öffnen. Das ist sozusagen ein Trick.
Also ich würde mir nie so einen Kurs, nebenbei bemerkt, ich würde mir nie so einen Kurs, das sind 81 Kurse, wenn ich jetzt 100 Euro für einen Kurs bezahlt hätte, dann wären das mal eben 8000 Euro gewesen. Habe ich natürlich nicht investiert. Also durchschnittlich bezahle ich für einen Kurs 12, 13 Euro. Ja? Also we wesentlich weniger. Und von daher ist es auch nicht so schlimm, wenn man den dann mal nicht wieder zurückgibt oder wenn er nicht ganz so gut war. Aber es sind schon wirklich einige wirklich gute dabei. Und einige davon sind wirklich sehr, sehr gut. Aber na gut, kannst du dir selber mal anschauen und mir dann Bescheid geben, ob du da auch einen guten Kurs auf Udemy gefunden hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Thomas Klein. Wir halten uns auf dem Laufenden.